Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Zero City. Ich werde es mal starten. Ich habe es mir schon heruntergeladen. Voll mit rein. Und let's go. So. Da. Gar kein Sound hier. Oh, warum ist der Sound so leise? Okay. Vollbild. Gut, 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 gut. Und weiter geht's. Jo, um zwei Leute zum Ausbilden reinschicken noch. Muss ich da schon alle achten. Na gut, dann halt nicht. Entschuldigung, das war Video angucken. Ja, Video ansehen wollte ich ja nicht machen. Sonst muss ich mich alles bearbeiten. Und schon wieder. Ah. Und den anschauen. Naja. Dann fangen wir mal von neu an. So, also, ich wollte heute die Tagesziele wieder alle fertig machen, aber ich möchte die Videos nicht angucken. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, was ich andrücke. Schenke. Gut. Der Arbeiter macht gerade nichts. Die Küche möchte als nächstes machen. Oder ich mache lieber erst was anderes. Ich mach das hier, glaube ich, erst. Machen wir das hier erst. Und wieder ein Ding ins angedrückt. Ach ja. Irgendwie spiele ich ganz normal so wie immer. Oh, hier, das Eventgebiet ist auch wieder da.
Okay. Also, Detailsquest ist, ich muss fünf Spieler angreifen und gewinnen. So ein Mist. Fünf Spieler angreifen und gewinnen ist die eine Quest. Dann in der Arena teilnehmen und sechs Kämpfe austragen. Da musst du nicht gewinnen. Ne, sieben. Sieben Kämpfe war das. Nochmal gucken. Das ist die Invasion von den Zombies. Die findet gerade nicht statt. Irgendwann anders, keine Ahnung wann. Da ist das PvP, die fünf Spieler besiegen. Bunker. Kann ich auch machen, aber meistens geht es nicht gut aus im Bunker. Machen wir es so. Ich melde mich an der Arena an. Ah, ich drücke immer hier. Teilnahme hier. Jetzt bestätigen. Nein, nicht nochmal drücken. Drumherum. Jetzt warte ich, bis hier oben die Nachricht kommt, dass ich dran teilnehme. Sechs Stück hat er schon von 10. Zwei von 10. So ein Mist. Okay, das ist schon mal eins. In der Zeit kann ich jetzt. Ach, der ist gerade vor Ort. In der Zeit kann ich jetzt die PvP-Quest fertig machen. Okay, Nummer 1 haben wir fertig. Nach Hause zurück. Da geht's los. 1,4 Millionen. 1,3 Millionen. 1,5, 1,5, 1,8. Ich habe noch nicht mal 1 Million. Super. Also da bin ich schon mal letzter jetzt. Okay. Greifen wir den mal an, der hat 400.000. Das waren schon mal zwei, die ich jetzt im PvP besiegt habe. Bitte warten.
Können wir ja beide angreifen. Nummer 3 greifen wir jetzt an. Und die nächste Kampfphase ist da. Okay. Nummer 4. Super. Oh, die nächste Runde geht los. Warum werde ich in so einer starken Gruppe eingesetzt? Das macht doch keinen Sinn. Schweinerei. Und der letzte. Über den letzten PvP-Kampf hier. Geht bis auf 8. Okay. Bis zu 8 Leute können hier rein. Ich bin 5. Danach kommt 6, 7, 8. Schön. Kriegt man nun jetzt nicht. Okay. Dann haben wir die Kontrolle PvP fertig. Bunkerbosse. Da kann ich jetzt nicht so reingehen. Okay. Jetzt habe ich schon am 4 dran teilgenommen, einer fehlt da noch. Können wir so lange den Bahnhof machen, weil das auch ein Tagesquest ist. Und zwar, ich muss 5 Kämpfe, glaube ich, gewinnen, war das. Thank you.
Phase. Das heißt, der Kampf zu Ende sein. Kämpfen gegen den. Ja. Jetzt muss ich nur noch auf Auswertung warten von der Arena. Also sprich, bis alle gekämpft haben. Ist ein Event. Der Event noch 5 Tage. Habe ich den gerade gewonnen am Event? Jo. Okay. Dann brauche ich ja nicht mehr drücken. Ich habe den Helfer wieder. Das ist cool. Ende. Belohnung abholen. Und ich muss ja 7 Kämpfe machen, also muss ich noch einmal dran teilnehmen. Geht schon los. Ah, sind bestimmt wir alle über 1 Million. Ich schon den ersten andrücke und der schon mal 1,4 ist. Ach, die nächste Runde geht schon los. Wow. Beeilung, Beeilung. Obwohl, ist eigentlich auch egal. Ich brauche hier nur noch 2 Kämpfe. Und einen habe ich ja schon gemacht in der Arena.
Oh, einer, der schwächer ist als ich. Der ist trotzdem stärker als ich. Vielleicht auch mit jenem so ein Set an. So ein Event-Set. Was ich nicht habe. Und gleich der nächste. Damit habe ich auch schon die Quest fertig. Die Quest schon mal abholen. Und die Quest auch vom Bahnhof. Jetzt habe ich noch die Invasion, wo die ganzen Zombies auf den Straßen rumlaufen. Den Bunker habe ich jetzt noch. Okay, das ist PvP. Der Arena-Krieg. Habe ich. Arena. Mit der Allianz. Allianzkrieg. Ressourcen, Freunde verschenken. Ich habe keine Freunde. Wo war das denn hier vor, glaube ich, ne? Freunde da. Kein Freund. Meine Gilde. Ja. So, genau, weiter zum Bahnhof. Hab die Tagesquest zwar schon fertig, aber ich laufe da jetzt so weit, wie es geht. Einmal am Tag ist das ja umsonst, der Bahnhof. Und sonst muss man, glaube ich, 200.000 bezahlen. Schon wieder nächste. Der letzte Kampf. Dann ist die Arena auch fertig. Okay. Okay, weiter geht's. Bahnhof, sind wir noch nicht tot oder durch. Eins von beiden. Und nach dem Bahnhof zeige ich euch dann mal den Bunker.
Bunker kann man machen mit Freunden, mit Gilde oder mit Fremden. Ich muss es mit Fremden machen, weil bei der Gilde bestimmt keiner online ist. Ich habe mal eine Rakete genommen. Sah gerade ein bisschen schlecht aus für mich, deswegen. Oh, noch zwei. Dann bin ich durch. Danach kommt der letzte. Da ist der letzte. Da. Sechs Stück. Eieiei. Yippie. Alles benutzt. Jetzt kommt unser Geschenk, die Truhe. Yippie. Belohnung abholen. Okay. Und das ist hier der Bunker. Teilnahme kostet 105. Achso, warte mal, wie teuer kostet beim Bahnhof die Teilnahme? Ach, 100 war das nicht. Nicht 200.000, sondern 100.000. Okay. Gehen wir in den Bunker. Ach nee, dann muss ich erst noch. Muss erst noch ein paar Leute ausrüsten. Mache ich die Leute, die hier trainieren. Warum ist denn hier keiner drin? Schon alle trainiert? 30. Ja, schade. Alle trainiert. Warum ich nicht alle auf 70 trainiert habe, folgender Grund. Du kannst die Leute auf 70 trainieren, wenn sie 4 Sterne haben. Ich habe hier meine Zahl hintergeschrieben, das heißt, ich habe mit dem 4 Sterne. Mit denen habe ich nur 3 Sterne. Wenn ich bei denen jetzt. Das war ein Koch, das war der hier. Ja, 3 Sterne, das geht nur höchstens bis 60. 4 Sterne geht bis 80 und der 5. Stern geht bis 100. Ich müsste mir eigentlich die Sterne dazu kaufen. Müsste ich hier drauf drücken. Das sind 750. Goldmünzen, die man auch für richtiges Gold nur kaufen kann. Deswegen wollte ich damit warten, bis es soweit ist, also bis ich hier weiter ausgebildet habe. Und dann wollte ich erstmal die auf 5 Sterne machen. Das kostet mich dann schon 2000. Und das ist viel.
sind neu dazugekommen. Na gut. Jetzt sollte ich erst noch ein paar Leute ausrüsten. Nehmen wir den hier. Beste Waffe kann er nicht nehmen. 85, 55. Nehmen wir lieber mit 3 Sternen. 2 Sterne. 2 Sterne. 2 Sterne. 2 Sterne hier. Da, 3 Sterne. Also Level 60. Das Kampflevel ist 60. Dann machen wir einen Krieger raus. Schauen wir einfach, was er tragen kann. Eieiei. Kann nichts tragen. Was Grünes. Oh. Ist auch alles zu hoch. Okay, da. Lila. Ach je, bei Blau geht's weiter, okay. Schaden, Schaden, Chemie-Schaden, nein, ich brauch den dann. Und Verteidigung. Habe ich noch? Jawohl, kann ich auch noch nehmen. Gut. Das war die erste. Okay, dann war gleich die auch. Und das ist wieder ein Nahkämpfer. Es geht wieder unten erst weiter. Und bei denen ging es da weiter. Warte, der hat schon ein Chip drinne. Der ist auch Chemie. Anlegen. Nehmen wir den. Und der hat einen Chip drin. Verteidigung, Gesundheit. Anlegen. Gut. Habe ich für den auch noch. Da. Okay, die anderen haben alle die Sachen an, die sie brauchen für die Arbeit. Dann schauen wir mal, wie viel brauchte ich denn mehr? 3. Ach, brauche noch einen mehr. Brechen zurück. Noch einen brauche ich. Nach Hause gehen. Und erstmal das Feuer wegmachen. Ich brauche gerade keinen Koch. Ich habe genug Essen. Dann nehmen wir einfach den Koch hier. Bei der Waffe. Schauen wir nach. Was haben wir jetzt als erstes? Ein Gewehr.
Okay. Kriegt er quer. Dann gehen wir jetzt auf Schützen. Cool. Ich kann sogar das legendäre Gewehr tragen. Ist doch viel besser wie das epische. Anlegen und hier haben wir. Nehmen wir den. Und Chemiewissen nachher. Nehmen wir den. Und hat er auch noch was? So ein kleines Spielzeug. Nein, das ist Armband. Ne, habe ich nicht mehr. Okay. Gut, dann habe ich jetzt meine Bunkerarmee fertig, sage ich jetzt mal. Oh, da kommt noch der dazu. Ne? Der dazu, der dazu und der dazu. War das der? Ne, das ist schon drin. Ach, hier. Da ist er. Ist der Part. Bestätigen. Und wir machen das mit einem zufälligen fremden Menschen. Ich hoffe, dass der besser ist als ich. Und ich hoffe, dass er nicht gleich abhaut. Machen wir uns bereit. Ich kann mal in den Laden gucken. Das haben die ganzen Leute gekauft. Okay. Und bin ich auch noch nicht weitergekommen. Ich probiere mal hier durchzulaufen. Oh, Bunker beginnt. Ah. Okay. Raus hier. Zurück. Ende. Okay. Bunker. Er ist am Führer. Warum denn nicht? Also. Der. Der. Und der. Fertig. Ein Kampf. Thank you.
Okay. Nein, zwei weniger. Bin einfach zu schlecht für den Bunker. War zu schlecht für den Bunker. Drei Wellen. Machen wir hier drei Wellen. Und jetzt mal schauen. Ich muss zwei Bosse besiegen im Bunker. Ich komme noch nicht mal zum ersten. Ist meiner gestorben. Er hat den Bunker verlassen. Na gut. Ja. Das war's denn auch schon wieder für heute. Die Tagesqueste gemacht, bis auf die Video angucken, das Video anschauen und so.
Habe ich nicht geschafft, die Tagesquest. Die Tagesquest mit der Allianz. Die Leute aus meiner Allianz sind nicht da. Also manchmal sind sie da, aber ich habe nur einmal wollte ich die Quest starten und dann ist eine offline gegangen. Ja, so ein Mist. Die Belohnung abholen. Und sonst noch was? Nö. Gut. Das war's für heute. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hole mir mein Ticket ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.